Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit der Goldenen Horde. Great Khan sollten wir werden, hoffentlich. Das ist der Plan zumindest. Wir sind hier wieder in der Steppe am Start. Und ja, der Plan ist, dass wir jetzt demnächst anfangen, Nogai anzugreifen. Allerdings brauchen wir dafür erstmal noch mehr Ansprüche. Ich hätte ganz gerne noch hier und hier einen Anspruch. Das sind zwar beides nur drei Development-Provinzen, aber es sind immerhin ein paar Punkte, die wir da sparen. Vielleicht machen wir nur einen, das sollte eigentlich reichen. Auf Order, der ist gleich schon fertig. Ja, dann fangen wir noch den auf Frieden an und dann können wir loslegen. Ich habe überlegt, dass ich eventuell, abhängig davon, ob der Usbek jetzt noch seinen Rebellen kollabiert oder nicht, direkt mir hier bis dort hinten irgendwie Provinzen hole. So, bis so eine Linie quasi durch. Dann können wir eventuell schon den Usbeken angreifen. Kommt aber auch darauf an, wie schnell unsere Staatsehe bricht. Weil dann würden wir nämlich ein bisschen schneller in Richtung Osten, in Richtung China kommen. Das wäre eine ganz gute Sache. Alles klar. Okay. So, wir haben aktuell... Entschuldigung. Wir haben aktuell nicht besonders viel Geld. Zumindest nicht monatlich. Wir haben 1,5. Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken hier. Okay. Okay, hier oben haben wir relativ viel Revoltenrisiko. Da werden wir wahrscheinlich eine Revolte besiegen müssen. Oder die Autonomie erhöhen müssen. Mal schauen. So, unsere Armeen sind aktuell ziemlich unbalanciert. Von daher schicken wir die alle mal nach Astrakhan. Und dann werden wir eventuell mal die Armee ein bisschen vergrößern. Und dann schauen wir mal. Einen Moment. So, alles klar. Mensch, ey, das Versorgungslimit ist für überall so niedrig. Ich fände es irgendwie cool, wenn die Horden einfach... Ja, nicht so viel für die Kavallerie bezahlen müssten, weil theoretisch macht das nicht viel Sinn, dass so eine Hordenarmee irgendwie 12.000 Infanteristen hat. Das erscheint mir höchst seltsam. Aber was soll man machen? So, wie machen wir das? Machen wir 12-12 erstmal? Ja. Ich meine, wenn wir genug Geld haben, könnten wir halt einfach nur Kavallerie bauen, aber das Problem ist halt, dass die Kavallerie in EU4 viel zu teuer dafür ist. So, Kriegsgründe sind soweit fertig. Auf Rühn. Da unten brauchen wir keinen Anspruch. Alles klar. Und dann machen wir noch einen Anspruch auf Kasan. Alles klar, okay. So, was haben wir denn für Missionen? Konvertiert Terek. Das bringt uns nichts. Das schaffen wir auch nicht, weil das ist eine schiitische Provinz. Integrieren geht erst in 7 Jahren, von daher aktuell schlechte Mission. Kasimov zurückerobern, ja, von Moskau weiß ich nicht, ob wir das jetzt gerade schaffen können. Können wir mal ganz kurz gucken, wie viele Einheiten hat Moskau. 30.000, ne, die sind aktuell noch zu stark für uns. Ist aktuell noch nicht machbar. Also ich warte nur ganz kurz hier, bis die neuen Kavalleristen fertig sind und dann können wir den Krieg erklären gegen Nogai. Ich meine, dürfte nicht besonders stark sein. Es wäre wirklich cool, wenn man diese Liste mal irgendwie besser sortieren könnte. Zum Beispiel nach Nachbarn oder so. 12.000 hat er, alles klar. Sollte kein Problem sein. Frage ist, wollen wir ihn in unserem Land bekämpfen oder in seinem? Wahrscheinlich eher in unserem. KI wird wahrscheinlich auch so blöd sein, dass sie dann da reinrennt. So, wir verlieren jetzt Geld. Das war zu erwarten. Kavallerie ist halt super teuer. Kann man nichts machen. Okay, Krieg erklären. Wir wollen... Ja, Order. Und zwar mit dem... Ordenkriegsgrund. Alles klar. So, dann laufen wir jetzt erstmal hier kurz rein. Brauche ich das noch einen Anführer? Ja, wir machen mal unseren Nachfolger auch zu einem Anführer. Ich meine,
Wird jetzt nichts dagegen, wenn er sterben würde. Dann würden wir nämlich so einen Zufallsherrscher bekommen. Und die sind immer ziemlich gut als Horde. Mit dem Event. Kein Kind kann Khan sein. So, und ihr seht jetzt, mit so viel Kavallerie looten wir hier super schnell. Das ist höchst angenehm. Dadurch bekommen wir enorm viel Geld rein. Oh. So, das ist jetzt ein Problem, weil er kriegt jetzt 25% Kampfstärke. Ich habe ihn leider nicht vorher gesehen. Okay. Nehmen wir hier die stärkere Armee und verfolgen ihn. Ich nehme mal an, er wird dort runtergehen. So, schicken wir ihn hier noch mit. Alles klar. So, bisher haben wir Plus gemacht. Oh nein, er flieht noch dort. Alles klar. Dann vereinigen wir erstmal, oder? Nein, okay. Er flieht irgendwo anders hin. So, hier gibt es kaum noch Plünderungsgut. Dann bist du mal jetzt dorthin, plünderst dort erstmal. Okay, wir erwischen ihn dort. Dann machen wir erstmal diesen kleinen Stack hier kaputt. Ich meine, solange wir immer einen Stack plündern haben, machen wir auf jeden Fall Plus. Da sind die anderen 5000. So, hier ist noch genug für einen Monat. So, Infanterie nimmt leider ziemlich viel Schaden bei solchen Schlachten, aber naja, ihr seht, wenn wir in der Schockphase gut würfeln, dann sterben die Gegner als Horde einfach nur, wie die fliegen. So, verdammt, jetzt kriege ich hier, ah doch, hier unten kriege ich Loot, alles klar. Das heißt, wir machen auch in diesem Monat wieder Plus, sehr gut. So, hier müsste noch, ja, reicht erstmal noch eine Weile, so, alles klar, dann läufst du jetzt mal da runter. Hier ist nichts mehr drin, dann gehen wir weiter. Ich meine, das Problem ist halt, wenn man plündert natürlich, Sachen, die man später erobern möchte, ist natürlich teilweise auch von Nachteil, offensichtlicherweise, da man dann, wenn man sie erobert, erstmal warten muss, bis sie tatsächlich was wert sind. Okay, Beziehungen mit Novgorod sollen wir auf 100 verbessern. Ich meine, warum nicht? Ging dafür 25 Punkte. Kann nie schaden eigentlich. Ist klar. Olen hat mich als Rivalen deklariert. Okay. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Eigentlich möchte ich Pietät. Technisch gesehen. Ich möchte auch nicht so viel Prestige verlieren. Und wir haben eh schon Negativ-Pietät. Von daher nehmen wir jetzt halt die Negativ-Pietät. Krim macht das. Alles klar. Dann gehen wir hier rüber und plündern dort. So. Gebt immer neue Söldnereinheiten aus. Also bisher haben wir ungefähr 20 Dukaten plus gemacht. Also man sieht, mit den Horden funktioniert das mit der Plünderung echt gut. Weil man halt so schnell plündert, dass man halt auch einen Haufen Geld dadurch kriegt. So, da haben wir jetzt einen Monat Verlust gemacht, aber das ist nicht so tragisch. So, was haben wir hier? Ja, dann gehen wir jetzt erstmal auf Negativ-Pietät. Einfach nur, damit wir ein bisschen mehr Manpower, ein bisschen mehr Geld bekommen. Das kann eigentlich auch nicht schaden. So. Plündern wir noch diese eine Provinz hier leer. Dann schließen wir Frieden. Gibt es hier sonst noch irgendwo? Hier können wir noch plündern. Die KI plündert sogar tatsächlich auch. Seht ihr, KI ist extra reingelaufen, wo es hier noch Plünderungsgut gibt. So, leer, leer. So, wir haben so ziemlich alles leer geplündert. Ein paar Sachen haben sich jetzt halt schon wieder angefangen aufzufüllen. Aber wir können jetzt auf jeden Fall erstmal Frieden schließen. Okay, also wir wollen auf jeden Fall die Grenzprovinzen hier, logischerweise. So, wie geht's den Usbeken? Okay, sie haben ihre Revolten besiegt anscheinend, ja. Gut, dann wollen wir sie erstmal, denke ich, nicht angreifen. Von daher nehmen wir jetzt hier erstmal nur die Provinzen, auf die wir einen Anspruch haben, denke ich. Und dann
Müsste Nogai anscheinend schon. 53 sind sie aktuell. 153. Einen Moment. Und 43 sind sie. Keine Ahnung, warum das Ding, das andere Teil, das falsch anzeigt. Okay, dann werden wir sie so stark verkleinern, dass wir sie beim nächsten Mal sofort annektieren können. Machen wir das so. Dann nehmen wir noch ein bisschen Geld und erniedrigen sie noch, damit wir mehr Machtpunkte bekommen. Alles klar. Zack. Goldene Horde. Bonk. So, reduzieren wir einfach einmal den Spaß hier. Und dann machen wir überall Kernprovinzen. Dann holen wir unsere Einheiten nach Hause. Und die Kasaner, die wollen hier bald einen Aufstand machen. Wir senken trotzdem mal hier zumindest den Unterhalt so weit, dass wir keine Verluste mehr machen. Nogai ist nicht länger ein Rivale für uns. Das war zu erwarten. Dann nehmen wir jetzt Polen. Hast du auch Polen als Rivale? Nee. Wir müssen hier mal die Beziehungen verbessern. Die sind ziemlich schlecht. Osmane hat hier gerade ganz schön Probleme anscheinend gegen die Mamelucken und wer da sonst noch so dabei ist. Das Problem ist, dass ich den Osman halt am Anfang total aufgehalten habe. Dadurch, dass ich ihn da ständig in irgendwelche Kriege reingezogen habe. Was ist das hier für ein Krieg? Karaman hat ihm den Krieg erklärt? Nee. Karaman hat Dulkadir den Krieg erklärt. Und warum ist der... Ah, okay, I see. Der Osmane warnt ja immer alle Leute um sich herum, deswegen ist er da in dem Krieg dabei, okay. So, okay. So, wir haben nicht mehr viel Manpower, wir müssen jetzt mal ein bisschen Manpower sparen. So, wir haben noch 10 Jahre Waffenstillstand mit euch. Okay, wir können Kasaan auf jeden Fall. Ach, Rayasan. Können wir dann irgendwann noch angreifen, damit wir nicht irgendwie zu lange im Frieden sind oder so. Könnten natürlich auch Gassikumuluk und diese anderen Typen hier angreifen. So, Moskau hat Novgorod aufs Maul gehauen. Das war zu erwarten, aber das ist schon ziemlich heftig. Okay. Vielleicht können wir auch die Chance nutzen, wenn er jetzt gleich irgendwie eine super krasse Rebellion bekommt. Was ich aber nicht glaube, weil das ist alles russisches Territorium. Ja, die KI hat schon überall Autonomie erhöht, da passiert gar nichts. So kann ich jetzt meine Beziehung mit ihm nicht mehr verbessern. Kann ich, keine Ahnung, wurde irgendwie automatisch abgebrochen. So, wir verlieren 0,00. Und das wäre so, einfach nur damit hier ein schöner grüner Dingens ist. Schönes grünes Plus. Muss ja sein. So, das hier dauert ein bisschen länger, weil wir hier keinen Anspruch drauf haben. So, ich glaube... Ich glaube, ich möchte hier die Autonomie erhöhen. Damit wir hier keine Revolten bekommen. Weil ich möchte ganz gerne meine Manpower dafür verwenden, Krieg zu führen und nicht dafür Revolten zu bekämpfen. Ich meine, ihr seht, das hat jetzt 0,1 Dukaten im Monat gekostet. Das macht nicht viel aus. So, die Krim. Hat die Krim eigentlich Anspruch auf Theodoro? Nein. Kein Kriegsgrund gegen Theodoro, das ist ein bisschen doof. Ja, wir können auf jeden Fall Circassia noch erobern. Sollte kein Problem sein. Ja. Baristan ist noch unabhängig. Okay. Wir sind zwar persische Nationalisten am Start, aber noch scheint der Timuride sie zu unterdrücken. Dann ist ja alles gut. So, dann schicken wir eine Armee dorthin. In diese eine schiitische Provinz. Einfach nur, damit die Leute da ein bisschen glücklicher sind. Gucken wir mal. Kasaan. Jetzt habe ich da jetzt in den falschen Provinzen was gemacht.
Fuck. Ja, ich habe das hier war, glaube ich, von Anfang an eine unserer Provinzen. Naja, kann man nichts machen. Ist leider Gottes so. Und ja, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen noch. Das wollte ich eigentlich früher schon machen. Ich habe dann nochmal ein bisschen mit den Soundeinstellungen rumgespielt. Weil ich gemerkt habe, dass ich teilweise ziemlich viele Hintergrundgeräusche habe. Und deswegen habe ich das ein bisschen versucht zu verändern. Und ja, ich hoffe mal, das ist jetzt ein bisschen besser. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das Verhältnis von Spielsound zu meiner Stimme immer noch in Ordnung ist und ob die Hintergrundgeräusche weniger geworden sind. Das wäre ganz hilfreich. Und ja, wenn es irgendwie Probleme gibt, dann mache ich es natürlich wieder anders. Mache ich es wieder rückgängig. So, machen wir ja neue Ansprüche auf Kazan. Okay. So, wir könnten eine Festung bauen. Die Frage ist, brauchen wir eine Festung? Ich meine, technisch gesehen würde uns die Festung halt Armeetradition bringen. Das finde ich ein bisschen doof gemacht, muss ich sagen. Dass man mit Horden keine Armeetradition im Prinzip kriegt, weil man mit Horden ja normalerweise keine Festungen hat. Das ist ein bisschen doof. Finde ich. Ich meine, die Horden müssten dann irgendwie mehr Armeetradition durch Schlachten kriegen. So, Manpower sollen wir regenerieren? Nee, so lange sind wir nicht im Frieden. Die Krim. Immer noch 4 Jahre, von daher nicht machbar. Sind wieder alles unnütze Missionen. Können wir alles nicht erfüllen gerade. Ich denke, wir sollten uns Shirvan holen, bevor Chiara es macht. Von daher werde ich jetzt mal, denke ich, Gassikumuluk angreifen. Erstmal. Ich meine, wir können da ja dann auch wieder ein bisschen Gold rausplündern. Holen wir hier unsere 2. Armee rüber. So, du gehst hier mal lieber dorthin. Weil dieser mir hier kann besser kämpfen. Weil der General 2 Schock hat. Alles klar. Dann bräuchten wir einen Diplomaten. Wenn wir jetzt unsere Mission erfüllt, warten wir noch kurz bis zum Ende des Monats. So, wie sieht eigentlich unsere aggressive Expansion aus? Ja, bei den Horden haben wir ein bisschen. Oh, Usbek hat mal wieder ein paar Rebellen. Alles klar, wir wollen den Hordenkriegsgrund natürlich. Oh, ich habe hier sogar Ansprüche schon gemacht. Alles klar, das ist jetzt höchst angenehm. Und du gehst dort drüben plündern. So, das hier ist eine orthodoxe Provinz. Alles klar, teil du dich mal auf und plünder da. Du kannst dich auch aufteilen und bei den anderen Provinzen plündern. So, schon leer geplündert. So, dann werden wir mal hier ganz kurz unseren General, der hat nämlich 2 Belagerungspunkte, den werden wir dann mal hier rüber schicken. Dann geht der Spaß nämlich ein bisschen schneller. Ja, leider ist hier nicht viel Zeug, was wir uns holen können, geldtechnisch. Bisschen ärgerlich. Ja, wir haben wirklich gewisse Probleme mit Religion. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, wie wir das lösen sollen. Denn das Problem ist, wir können leider nicht die religiöse Kriegsgruppe benutzen, um zu reformieren. Die religiöse Ideengruppe meine ich natürlich. Kazan hat Nuga den Krieg erklärt, okay. Wir brauchen dafür entweder Wirtschaft, Administration oder innovativ, glaube ich. Ja, genau. Und ja, was ich davon nehmen möchte, weiß ich auch noch nicht so genau. Im Prinzip sind alle aktuell relativ gut. Innovation ist eigentlich so das Schlechteste von den 3 Sachen, vor allem für eine Horde. Teilweise. Also ich meine, Innovation ist halt vor allem ziemlich gut, weil man da halt zusammen mit den Offensivideen 20% Infanterie Compatibility bekommt. Also Infanterie Kampffertigkeit auf Deutsch. Und
Das ist halt auf einer westlichen Nation super gut und auf einer nicht-westlichen Nation halt super kacke. Zumindest vor allem auf Horden halt, weißt du, weil da brauchst du halt eigentlich viel Kavallerie. Und Wirtschaftsideen sind natürlich gut für Geld. Ja, da hätte ich auch, das wäre eine coole Sache. Und administrative Ideen wären halt ziemlich cool wegen den verringerten Coring-Kosten. Und würde ziemlich gut zusammen funktionieren mit unseren verringerten Coring-Kosten. Dann hätten wir nämlich minus 50% verringerte Coring-Kosten. Das wäre schon eine ziemlich coole Sache. Dann muss man hier kurz das Mikrofon ein Stück verschieben, weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich irgendwie die ganze Zeit am Mikrofon so ein bisschen vorbeirede. Also wenn ich in die andere Richtung gucke, wenn ich hier so ganz nach links gucke auf meinen Bildschirm, wo die Ideen sind, dann habe ich da ein bisschen was Komisches am Start. So, was ist hier los? Moskau ist mit Böhmen verbündet. Aha, okay. Alles klar. So, wir müssen jetzt ja natürlich noch warten, bis hier die Belagerung fertig ist. Wir werden mal in der Zeit hier Unterhalt senken, damit wir kein Geld verlieren dadurch. Weil das sollte immer noch reichen, damit unsere Armee hier reinforced wird. So, wo wollen wir noch Ansprüche? Auf Schirwan wollen wir noch Ansprüche, da wollen wir ja gleich hin. Okay, wir nehmen wieder Negativ-Pietät. Ich meine, wir kommen eh nicht mehr mit dem Herrscher jetzt auf gute Positiv-Pietätswerte. Und wir können die schiitischen Typen eh nicht konvertieren, selbst wenn wir 100% Pietät haben. Das würde dann gerade so gereichen für minimale Konvertierungsgeschwindigkeit. Von daher hat das nicht wirklich viel Sinn. So, und dann müssen wir mal mit der Krim die Beziehungen verbessern, damit wir sie in 2 Jahren anfangen können zu integrieren. In 3. Obwohl ich noch nicht weiß, ob ich ihn sofort integrieren möchte. Im Prinzip ist er ja schon ein ganz hilfreicher Vasalle. Warum auch immer die KI halt als Horde dann nur Infanterieeinheiten baut, wenn sie kein Geld hat, das ist ein bisschen komisch. Warum hat er eigentlich so wenig Geld? Ich meine, er ist quasi stärker als am Anfang des Spiels, weil ich ihm die Provinzen von Genua gegeben habe. Naja. So, komm schon hier. Gib mal ein bisschen Gas. Das gibt's doch gar nicht. Was wird hier unnütze Manpower? Wir werden hier mal die Hälfte von dieser hier kurz abspalten. Dann sparen wir uns ein bisschen Manpower. So, komm schon. Danke. Okay. Alles klar, gib uns den Diplomaten zurück. Und dann vorne mit die Provinzen, wo wir einen Anspruch drauf haben, erstmal. Wow, er hat echt viel Geld, das gefällt mir. Oh ja, wir konvertieren ihn, das gefällt mir auch, weil da müssen wir die Provinzen später nicht selbst konvertieren, hoffentlich. Okay, ja. Das ist gut. Alles klar. Oha. Achso, stimmt, der Spaß hier hat ja 50% extra Kosten. Hätte ich vielleicht doch nur eine Provinz lieber erobern sollen. Vielleicht gebe ich eine wieder an ihn zurück. Mal überlegen. Tarki. Das ist hier. Könnten sie unterdrücken. Das wäre aber sehr viel Unruhe für die nächsten 5 Jahre. Na, wir geben ihnen lieber Autonomie. Wir geben ihnen allgemein hier mal ein bisschen mehr Autonomie. Du kriegst, du kriegst, du kriegst. So. Okay. Immer noch keine guten Missionen. Die Frage ist jetzt, wollen wir die Provinz hier wieder an ihn zurückgeben für 10 Prestige? Ich meine, der Vorteil. Ah, ne, guck mal, das ist sogar eine Sunni-Provinz. Okay, das heißt, die wollen auf jeden Fall behalten. Wollen wir diese Provinz zurückgeben? Ja, gut, also die werde ich dann jetzt mal zu einem Chor machen. Ja, komm. Komm, wir erobern sie. Ist schon okay. Wir kriegen halt keine Admin-Punkte dazu durch diese schnelle Expansion. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Was im Großen und Ganzen bedeutet, wir kriegen nicht die Möglichkeit, uns zu reformieren.
Das ist halt ein bisschen problematisch. Gut, also wir werden dann hier noch Shirvan erobern. Das wird dann nochmal recht viel Punkte kosten. Und dann sind wir quasi schon in Persien. Obwohl wir natürlich so schnell den Osmanen nicht besiegen können. Ach, den Timuriden meine ich natürlich. Ich hoffe, der Osmane gibt mal jetzt ein bisschen Gas. Expandiert mal ein bisschen, damit er ein bisschen stärker wird und uns dann helfen kann. Mein Byzanz hat keine Verbündeten. Die kann er eigentlich einfach umbringen. Weil die KI ist da immer ein bisschen sehr zurückhaltend, was Angriffskriege angeht. So, wann dürfen wir eigentlich wieder gegen Kasan Krieg führen? 63 erst, okay. Wir haben Kasan auch immer noch als Rivalen. Das heißt, wir können ihn beim nächsten Mal theoretisch nochmal erniedrigen. Nochmal Machtprojektion bekommen. Wir haben jetzt 100 schon. Theoretisch haben wir schon über 100, aber das geht das natürlich recht schnell runter. So, wir könnten Shirvan sogar Diplo vasalisieren, aber die Beziehungen sind zu schlecht. Hit Covered Actions. Minus 40. Ich entdeckt worden bin bei dem Anspruch? Das ist interessant. Okay, wir machen noch einen Anspruch natürlich. So, tauscht ihr mal hier den Platz. Imrin hat Nogai den Krieg erklärt. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Muride. So, wir machen hier wieder den Hordenkriegsgrund. Und dafür kriegen wir jetzt Pietät dazu. Finde ich ein bisschen blöd. Naja, was soll man machen? So, er hat jetzt diesmal tatsächlich sogar ein richtiges Vor. So, zack, seine Armee ist vernichtet. So, dann senden wir wieder den Belagerungsgeneral da drüber. Moskau hat Kasan den Krieg erklärt. Nicht gut. So, alle überflüssigen Einheiten. Können wir dann mal abspalten. Bisschen Manpower sparen, kann nie schaden. So, sehr, 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 sehr schnell leer geplündert hier alles. So, Moskau wird hier langsam ganz schön stark. Gefällt mir nicht. 26.000, wir können theoretisch 31.000 ausheben. Wir haben jetzt mittlerweile recht viel Geld durch die Plünderungen bekommen. Wir haben allerdings immer noch keine Manpower. Aber ich denke, wir müssen jetzt bald Moskau angreifen und ihn schwächen, sonst haben wir ein echtes Problem, weil der wird einfach zu stark für uns. Ich meine, er taggt halt auch schneller als wir. Das ist halt das größte, die größte Gefahr. Heißt, wir müssen ihn jetzt eigentlich gleich mal angreifen. Wir sind jetzt schon relativ mächtig. Ich denke, sobald wir Shirvan jetzt hier haben, werde ich ihn dann halt angreifen. Ich meine, es bleibt uns nicht viel anderes übrig. Von daher muss es nun mal sein. Ja, dieses Level 3er vor, das ist hier ein bisschen nervig. So, wir haben unseren Anspruch auf aller Tür. Machen wir neue Ansprüche schon mal auf Nogai. Mal schauen, was wir von Nogai dann noch bekommen überhaupt. Denn es scheint ja so, als würden sie jetzt von den Timuriden und von den Kasanern aufgeteilt werden. Es wäre halt cool, wenn wir über das Kaspische Meer hier in Kernprovinzen machen könnten. Leider geht das nicht. Weil dann könnten wir einfach Tabaristan so erobern, ohne durch diese blöden Dinger hier durchzumüssen. Die so viel Korin-Kosten haben. So, wir verlieren hier kleines bisschen Geld, reduzieren wir mal den Unterhalt. So, Shirvan ist belagert. Warum verlieren wir dadurch jetzt auf einmal so viel Geld? Keine Ahnung. Achso, weil wir die Festung bezahlen. Ja, okay. So, dann gib du mir mal dein Geld. Ja, er hat auch eine ganze Menge. Wir fordern ihn zur Konvertierung und machen das hier.
hier für Prestige, ja. Verzichten wir auf ein paar Dukaten für ein bisschen Prestige, das ist okay. Das Coole ist jetzt, dadurch, dass wir jetzt noch seine Konvertierung fordern, wird die Provinz Shirvan sofort sunnitisch. Das heißt, das ist nur eine davon, ist dann nur die falsche Religion, das ist ganz gut. Ah, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Kaditsa hier Sunni gewesen ist. Ja, stimmt. Ah. So, dafür fehlen uns jetzt hier leider die Admin-Punkte. Oh Gott, wie ist das denn jetzt hier? Okay, du gehörst da dazu, ihr gehört da dazu. Und dann gucken wir mal, wir machen 1 Dukaten im Monat, alles klar. 0,3. So, wir erhöhen wieder die Autonomie. Alles klar. Und dann haben wir jetzt hier eine zweite Festung, das ist ganz gut. Das heißt, wir kriegen wieder ein bisschen mehr Armeetradition einfach so. Und dann würde ich sagen, kriegen wir schon mal unsere Einheiten hier nach Norden. Und dann würde ich sagen, beende ich diese Folge hier erstmal. So. Alles klar, dann beenden wir hier diese Folge. Die Goldene Horde breitet sich aus in Hordengeschwindigkeit. Oh, die Expansion einer Horde ist immer ganz cool. Es geht nämlich immer richtig flott. Zumindest wenn man mit Horden ein bisschen schon gespielt hat. Ich meine, früher ging das noch schneller, weil die Provinzen halt viel größer waren. Da konnte man dann einfach innerhalb von einem Krieg quasi so machen und einfach hier Arsch viel erobern. Aber das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil es so viele kleine Provinzen jetzt hier gibt. Aber das ist ja eigentlich gut. Das ist ja eigentlich richtig gut. Von daher habe ich da kein Problem damit. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier erstmal diese Folge. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Violett.